Das ist schon mal sehr, sehr lieb. Da habe ich gleich richtig Lust auf den zweiten Text. Auch wenn ich sagen muss, da geht es um einen schweren Fehler, den ich gemacht habe. Und zwar habe ich mich bei Twitter angemeldet. Ja, ein paar wissende stöhnen hier auf. Und das hat mich schwer gezeichnet, diese Erfahrung. Also, und vor allem, ich weiß nicht, wie viele von euch regelmäßig auf Twitter unterwegs sind, aber es ist so ein sehr erstaunliches Phänomen, dass so Leute, die wirklich gar keine Ahnung haben, also wirklich nichts, nada, niente, die sind die, die am allerüberzeugtesten von ihren Meinungen sind und die auch unter jedem Kommentar 28.000 Mal drunter schreiben und alles retweeten, was ihnen irgendwie vor die Flinte kommt. Und wie gesagt, das hat mich sehr gezeichnet, diese Erfahrung. Und darüber habe ich den folgenden Text geschrieben. Ich sitze vor meinem Computer. Flimmerlicht, das sich im Spiegel meines Zimmers bricht, bläulicher Schein, bestrahlt mein Antlitz matt, ich trete in sie ein, in diese virtuelle Stadt. Dort liegen die Straßen ruhig, von Mondlicht erhellt, nächtliche Stille in wohnlicher Welt, das Netz trägt heute funkelnden Lidstrich, festliche Nacht, es ist dunkel und friedlich. Doch da, hört ihr das? Ähnlich dem Zirpen einer mächtigen Grille durchbricht ein Geräusch die nächtliche Stille. Ein Schauer wird durch Stein und durch Häuser gejagt. Jemand hat eine Meinung zu äußern gewagt. Ein Fehler. Und wie Zombies aus Morast erscheinen, Wesen aus den Pflastersteinen. Menschen, die auch wenn sie keine haben, denken, sie müssten ihre Meinung sagen. Sie quellen aus Gullis, Fenstern von Schuhläden, Flüssen, weil sie ihren Senf dazugeben müssen, als wenn sie die Antwort auf wirklich alle Fragen hätten. Strömen sie um Straßenecken, durch Sprudeln in Rudeln die Häuserschluchten und quellen aus Gemäuerbuchten tausend Hände, die beim Fakt twittern, über Tasten zittern, Meinung am Fließband, denken muss niemand, sie durchwehen Alleen wie Bratenduft und nehmen mir die Atemluft durch Stolpern, polternd den Kreisverkehr, ich wünschte, dass es leise wär, weil mich die empörten Massen nichts anderes mehr hören lassen, sie kommen und umringen mich, sie zwingen mich zuzuhören, was sie sagen, ich kann es fast nicht mehr ertragen und schließlich mit von Stress geballten, fest verkrallten Fäusten schrei ich, Fresse halten! Und dann komme ich mir sehr dumm vor, weil ich natürlich alleine vor meinem Computer sitze. Der wirkt aber immerhin angemessen eingeschüchtert, klappe ihn zu und denke nach. Es ist doch interessant, dass so viele Leute, die offensichtlich sehr wenig Ahnung haben, in vielen Bereichen so felsenfest überzeugt sind, den kompletten Durchblick zu besitzen. Diese psychologische Eigenheit des Menschen, seine eigenen Fähigkeiten bei völliger Inkompetenz haushoch zu überschätzen, hat sogar einen Namen. Der Dunning-Krüger-Effekt. Und es macht ja auch irgendwie Sinn, denn wenn uns nur Bruchteile der Fakten bekannt sind und wir uns nicht mit ekligen Details beschäftigen müssen, scheinen komplexe Themenfelder plötzlich einfach und überschaubar. Da ist zum Beispiel Gunther. Und Gunther? Gunther ist nicht so überzeugt, dass dieser Klimawandel wirklich existiert. Gunther weiß, dass es da Leute gibt, die mehrere Jahre ihres Lebens in ein entsprechendes Studium gesteckt haben, die geforscht und promoviert haben, die ihr ganzes Leben diesem Thema gewidmet haben, aber Gunther? Gunther erinnert sich auch noch ganz genau, wie er mal im Jahre 1978 im Januar nur im T-Shirt zum Netto gefahren ist, weil es da so warm war. Und Gunther weiß auch noch, wie ihm gerade erst im letzten August einmal so kalt war, dass es ihn so gefroren, ganz bitterlich gefroren hat er da. Gut, Gunther war in einem Einkaufszentrum, wo die Klimaanlage voll aufgedreht war, aber das sind Details, an denen sich ein Gunther nicht aufhängt. Und Gunther benutzt noch Facebook und da hat Gunther ganz viel zu dem Thema gelesen. Mehrere hundert wissenschaftliche Artikel hat Gunther gelesen, also vielleicht nicht hundert, aber mindestens drei Artikel hat Gunther gelesen. Okay, Gunther hat sich die bunten Bildchen angeschaut, Gunther hat auf die Artikel geklickt und die hübschen Abbildungen hat er ganz, ganz genau betrachtet oder vielleicht hat Gunther auch nur die Überschrift gelesen und dann direkt auf Teilen geklickt. Aber Gunther ist sich ganz sicher und deshalb teilt Gunther es nicht nur auf Facebook, sondern Gunther macht auch noch eine WhatsApp-Story. Gunther ist der letzte Mensch auf dem gesamten Globus, der noch WhatsApp-Stories benutzt. Und da in den WhatsApp-Stories werde ich dann von Gunthers Unsinn belästigt, weil ich aus irgendeinem Grund seine Nummer gespeichert habe. Und ich frage mich, warum niemand Gunther als kleines Baby in einen Vulkan geworfen hat. Warum Gunther nicht einfach nur privat ein Arschloch sein kann, sondern mir und allen seinen Kontakten in aller Öffentlichkeit so massiv penetrant auf den Sack gehen muss. Ich hasse Gunther. Und ich hasse Gunther besonders, weil Gunther eben nicht dumm ist. Gunther ist vielleicht Lehrer oder Anwalt oder Informatiker, nur Gunther ist eben kein Klimawissenschaftler. Und gerade weil Gunther nicht dumm ist, schätzt er sein eigenes Wissen viel zu hoch ein. Gunther weiß nicht, wie viel er nicht weiß. Gunther ist ein Opfer des Dunning-Krüger-Effekts. Und ich würde gerne auf Gunther hinunterschauen,
aber dann erinnere ich mich jedes Mal an den Tag in der 10. Klasse, an den ich mit viel zu viel Selbstvertrauen ausgestattet einem Expertinnenkomitee erklärt habe, wie einfach es wäre, in Deutschland das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Oder an den Tag, an dem ich einen Gebrauchtwagen kaufen wollte, darauf bestand, die Motorhaube zu öffnen, nur um dann fachkundig zu diagnostizieren, ja, ist ein Motor. Da dann den Krüger-Effekt ist, wenn sich Querdenker für Virologen und Klimaskeptiker für Umweltwissenschaftler halten, aber der dann den Krüger-Effekt ist auch eine auf Halbwissen basierende Diskussion bei der nächsten WG-Party. Der dann den Krüger-Effekt ist, wenn sich ein 22-jähriger Nicht-Psychologe auf eine Bühne stellt und einen Text über den dann den Krüger-Effekt vorliest. Und das ist auch okay so. Solange uns irgendwo bewusst ist, dass wir eben oft keine Ahnung haben. Viele Themen erfordern vielleicht ein ganzes Leben, um sie wirklich zu durchblicken. Und so leid es mir tut, es wird halt für die Wissenschaft kein grundlegender Beitrag, wenn sich Gunther nächsten Freitag durch eine Stunde Lesen weismacht, dass der Nordpol gar nicht schmilzt, sondern noch 100 Meter Eis hat, und sich selber zu gestehen, dass man Dinge mal nicht weiß, auch wenn es wehtut, ist wichtig. Denn die Welt ist kompliziert und darum braucht es manchmal ein bisschen mehr Demut. Vielen Dank.